Wir holen uns. Holy fucking shit. Und damit willkommen zurück zu Far Cry 3. Ihr habt keine Ahnung, was ich heute schon mit Far Cry 3 alles erlebt habe. Ich dachte mir vorhin, so vor etlichen Stunden, Mensch, bevor du zu Kumpels fährst, nimm doch mal kurz eine Folge Far Cry 3 auf. Hast du auch total Bock drauf. Und fing damit an und tat genau das, nämlich eine kurze Folge Far Cry aufnehmen. Und nach so einer knappen Viertelstunde sagte mein PC so, lol, nope. Und überlegte sich einfach mal zu freezen. Und als ich dann den PC wieder hochgefahren hatte, ja, als ich den PC wieder hochgefahren hatte, war das alles gar nicht mehr witzig. Denn dann ließ ich partout Far Cry 3 nicht mehr starten. Dann habe ich ungefähr, also beziehungsweise dann habe ich mir erst überlegt, okay, fuck that shit, und bin erstmal zu Freunden gefahren, weil ich mir dachte so, nee, Samstagabend, ich habe auch nochmal was Besseres zu tun. Bin dann irgendwann gegen Mitternacht wieder nach Hause gekommen. Habe dann ungefähr 2,5 Stunden darauf verwendet, Far Cry 3 wieder zum Laufen zu kriegen. Wohlgemerkt, ohne mein System neu zu installieren. Aber ich habe keine Ahnung, wie oft Far Cry neu runtergeladen. Und es war ein riesiger Krampf. Und nachdem ich dann so nach ungefähr 2,5 Stunden Far Cry 3 endlich zum Laufen bekommen hatte, habe ich jetzt nochmal eine gute Stunde darauf verwendet, meinen Spielstand wieder zu laden und alles komplett auf Deutsch eingestellt zu bekommen. Heilige Scheiße, war das ein Krampf. Das war echt nicht feierlich. Und eigentlich hatte ich in dem ursprünglichen Video, also in der ursprünglichen Folge, die jetzt hier passieren sollte, diesen Posten eingenommen, was ich jetzt leider nochmal machen muss. Und was mich wahrscheinlich gleich unfassbar aufregen wird. Aber in Wirklichkeit hatte ich eine relativ gute Taktik. Die Frage ist, ob ich das nochmal so hinkriege. Nämlich zuerst eigentlich. Diesen Sniper ausschalten. Da ist theoretisch noch ein zweiter Sniper. Dachte ich zumindest immer. Vielleicht ist es auch doch nur einer. Ich bin verwirrt. Irgendwann waren da nicht mal zwei? Ah. Ah, das ist gar kein Sniper. Der steht da einfach nur so. Ja, okay. Okay, okay, okay. Und dann mache ich jetzt nämlich Folgendes. Ich lasse den Bären frei. Der macht nämlich erstmal ganz elegant die Hunde platt. Hoffe ich zumindest. Macht er total. So, und dann haben wir den Laden doch zumindest schon mal ein bisschen dezimiert. Das ist ganz angenehm. Müssen die da jetzt gerade wieder um die Ecke kommen? Das ist natürlich echt ungünstig. Einfach nach mehr Kohle fragen. Ist doch nichts dabei. Voll krass, ey, gesagt, weil er mich ganz kurz gesehen hat.
Und jetzt hockt er sich hin und macht ein Schläfchen, ja? Okay, der geht nach draußen, das finde ich ganz angenehm, solange der da bleibt. Den werden wir auch los und... Na komm. Den auch. Sehr schön. Oh, ich muss mal wieder die Uplay-Overlays ausschalten, sehe ich gerade. Ich hoffe, wobei vielleicht ist es auch gar nicht im Video drin, weiß ich gar nicht. Muss ich mal gucken. Ja, das lief doch mal relativ gut, würde ich sagen. Wie schön, dass ich das auch schon einmal üben konnte. Was zum Glück niemand gesehen hat. Ja, aber ist doch optimal gelaufen. Den Bären kann ich gleich auch noch häuten. Bringt mir zwar nichts mehr, aber ich kann es immerhin noch verkaufen. Wir werden dafür sorgen, dass er in Rakyatran bleibt. Da fällt mir ein. Ja, Far Cry 3 Serververbindung geht doch jetzt eh nicht. Ja. Optionen Sound. Ich glaube, die Master-Lautstärke musste ein bisschen runter. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Dann gucken wir mal. So. Ja, denn eigentlich hatte ich ja auch nur ganz kurz Zeit zum Aufnehmen. Und habe deswegen gesagt, Mensch, ich nehme hier mal den Außenposten mit. Weil bei der Hauptstory weiß ich nicht, wie lange der ganze Spaß dauert. Und da ich vorhin eben maximal eine Folge aufnehmen konnte, habe ich gesagt, gut, mache ich eben das mal das. Und, naja, wir nehmen auf jeden Fall nochmal das hier mit und die Chipkarte nehmen wir auch noch mit. Und dann, irgendwo gab es hier noch eine Kiste, ich glaube, die stand hinter der Hütte hier. Wer ist der Mann? Ich? Ah, Uplay-Aktion beendet, geh halt mal weg. So, das noch mitnehmen, ein bisschen Munition einsacken. Warum lese ich denn jetzt nach? So. Sehr schön. Geh mal weg von der Tür. So, dann kann ich jetzt nämlich einmal meinen ganzen Shit verkaufen. Schnellverkauf, yes. So, 3300. Das Bärenfell kann ich auch nochmal verkaufen. Achso, ich wollte gar nicht sortieren, ich wollte das verkaufen. So. Denn eigentlich hatte ich den großartigen Plan. Also es gibt jetzt hier inzwischen so einzigartige Waffen, die finde ich aber, also die drei, die hier sind, hauen mich jetzt irgendwie alle nicht vom Hocker. Die schießt zwar schnell, macht mir aber irgendwie zu wenig Schaden dafür. Wobei, ich müsste mal gucken. Die ist wahrscheinlich... Ich vergleiche die mal eben mit der MP5. Na, die steckt die MP5 schon mal locker in die Tasche, würde ich sagen. Okay, dann ist die Shredder vielleicht eine ganz gute Option. Soll ich mir mal offen halten. Aber auf jeden Fall will ich das Ding haben. Plus Aufsätze dann. Dann bin ich, glaube ich, sehr, sehr glücklich. Aber mal gucken. Ich glaube, da spiele ich erst noch mal eine Rutsche in der Story weiter. Oder überhaupt hier irgendwie eine Rutsche weiter. Und... Alter! Und schau mir mal an, ob ich dann vielleicht noch was kostenlos kriege, bevor ich hier jetzt sinnlos Geld rausschmeiße. $20, wie praktisch. Meth Crystal. Unglaublich. So, und was jetzt eigentlich noch gehen müsste, wobei sich letztes Mal das Spiel aufgehängt hat, was es jetzt hoffentlich nicht tut, ist die Sidequest da drüben. So, Gringo, hi. Ja? Du siehst aus, als wolltest du schießen und würdest kein Ziel finden. Das war bisher noch die seltsamste Begrüßung. Sito, ich adoptiere verlorene Weiße und gebe ihnen Jobs. Hättest die letzten vier sehen sollen. La. Siehst du, wo ich stehe? Näher gehe ich an die Insel auf keinen Fall ran. Nicht gesund da. Aber ich bräuchte ein paar Dinge, die du mir mitbringen könntest.
Und wann kommt das Schießen? Wie du willst, La. Als die Piraten mein Boot zerstörten, klauten sie mir einige wertvolle Dinge. Drei davon will ich zurück. Ich kenne die Typen. Ich weiß, wo sie sind. Ich zeig's dir. Der erste Typ ist immer voll. Du könntest ihm die Uhr meines Vaters aus dem Arsch ziehen und er wacht nicht auf. Aber keine Sorge, sie ist nicht in seinem Arsch. Der nächste Typ, der spielt, hängt immer bei den Pokerspielern. Er hat die Halskette von meiner Mama. Der dritte Typ, der ist übel. Achte auf ihn. Er hat mein Glücksbringermesser. Es hat einen Griff aus Rosenholz. Und der Idiot tötet damit. Ja. Ich schau mal, ob ich die Sachen finde. Viel Glück. Irgendwie passen die Grafikeinstellungen nicht so ganz, oder? Es sieht irgendwie... Ich glaube, ich habe die Qualität ein bisschen weiter unten. Auf jeden Fall sehr schöne Anspielung mit Uhr meines Vaters aus dem Arsch ziehen und so. Sehr, sehr schöne Anspielung. Einstellung. Optionen, das suchte ich. Grafikqualität. Ich hatte irgendwas nicht auf Ultra. Ich weiß nicht was. Ich glaube, PostFX hatte ich nicht auf Ultra. Ich hatte es dann, glaube ich. Ultra und Optimal ist auch irgendwie so ein bisschen das Gleiche, ne? Wir machen das jetzt mal so und ich gucke mal, ob ich mit der Framerate halbwegs klarkomme. Na, schon nicht ganz so geil. Na egal, für die Quest mag das jetzt mal gehen. Gott, ich dachte gerade schon, der Typ hier vorne wäre das. Aber es ist in Wirklichkeit der hier. Hi. Hey, willst du was kaufen? Sehr billig, gute Qualität. Hast du eine Halskette zu verkaufen? Du hast sie von einem Boot. Vielleicht. Ist aber sehr teuer. Klar, sag mir den Preis. Zu viel. Wir machen einen Handel. Kannst du pokern? Die Typen da drin, alles Haie. Die haben mein Geld. Ich will mich an denen rächen. Wie? Ich will meine $300 zurück. Ich will, dass sie leiden. Lass du sie leiden. Dann gebe ich dir die alte Kette. Ernsthaft? Mal wieder Poker spielen? Nö. Das war jetzt echt nicht nötig. Aber okay. Doch jetzt in der richtigen Runde, oder? Oh. So, was habe ich denn? 5 und 8 ist mal nicht so richtig geil. Ich call mal. Ich calle. Erstmal gucken, was kommt. Damit haben wir immerhin schon mal ein Pärchen. Check. Race. Kalle. Meine Karten sind scheiße. Ich werde mitgehen. Jetzt noch eine 8 oder eine 5 wäre natürlich traumhaft. Check. Bin all in. Er ist all in. All in. Scheiß Karten! Ah. Aber. Haha. Zwei Pärchen. Bitch, please. Damit gewinnen wir total. Alles klar. So, eigentlich möchte ich da jetzt gerne aussteigen. Ja.
Ah, muss ich die alle rauskicken, ja? Boah. So, jetzt sind wir aber doch wieder. Nein, ich würde doch einfach nur ganz gerne gucken, was ich machen muss. Moment, bevor ich da jetzt ja bestätigen. So, ich stehe mal kurz auf. Gehen. Gewinne das Geld des Glücks. Aber ich habe doch gerade schon locker über 300 Dollar zurückgewonnen. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich meine, ich habe eben mal locker 700 noch was Dollar plus gemacht. 745 oder so. Ja, komm. Springen das. Wir haben 8 und Jung. Damit kann man auf jeden Fall mal callen. Ich werde mitgehen. Wir überspringen den ganzen zwei Asse in der Mitte ist unschön. Ja, wir checken mal. Check. Check. Ich check mal. Ja gut, checken kostet mich ja nichts. Nee, da bin ich mal total raus. Tut mir leid. Also damit... nee. Na, ich hätte Gleichstand mit Danny gehabt. Beide zwei Paare, die in der Mitte liegen und dann den Jungen. Ich glaube nicht, dass ich gewonnen habe. Kann ja auch keiner ahnen. So, was haben wir? Oh, nett. Call. Ich calle. Call. Check. Dann einmal Karten in die Mitte, bitte. So, ja, gut, wir haben natürlich immer noch ein paar. Checker. Das könnte ich echt ewig so weitermachen. Geh mit. Checker. Tja, riskieren kann man's, ne? Was hätte ich eine Chance gehabt? Na, alles gut. Haben wir total gewonnen. So viel Glück habe ich sonst nie. Also ich überspringe die ganzen Animationen mal, sonst dauert das hier nämlich ewig. Bin ja auch nicht zum Pokerspielen hier. Das ist eine Kack-Nebenmission. Was habe ich denn überhaupt auf der Hand? 8 und ein Jungen. Dann haben wir jetzt zumindest schon mal ein Pärchen. Da checken wir mal. Ich checke. Ich reise dich. Nicht mit der Hand. Geh mit. Checker. Hey, wo das? Ich calle. Tja, damit haben wir zwei Paare. Ich check mal. Ja, Baby, das ist okay. Meine Runde. Ich zocke. Ach Gott, gehen die jetzt wirklich Mist daneben. Na, schade eigentlich. Wo hat denn der... Achso. Moment. Wer ist denn jetzt... Na, ist ja auch völlig egal. Ich bin gerade hart verwirrt. Oh, ja, Mann. Ach, der hat ein Full House, okay. Bin ich jetzt pleite? Ich bin einfach raus, Baby. Ich glaub nicht, dass ich gewonnen hab. Oh, damit geht auf jeden Fall was. Geh mit. Da gehe ich mit. Da gehe ich mit. Bringt mir jetzt natürlich nicht so richtig viel. Ach komm. Ich riskier's mal. Da gehe ich mit. Geh all in. Oh ja.
So, und der Hauptpot geht an... nicht uns. Wir sind total raus. Schade. Ich glaube, das mache ich mal offscreen zu Ende, weil das ist... scheißen langweilig. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich irgendwann mal damit fertig bin. Ach ja, wie gut, dass das jetzt überhaupt nicht lange gedauert hat. Aber ich habe soeben den letzten eliminiert. Danke, Fortuna. Und wir haben endlich diesen Scheiß abgeschlossen. Hi. Wie viel Kohle habe ich denn jetzt überhaupt? Habe ich da Plus oder Minus gemacht? Oder war das jetzt alles nur für die Quest und in Wirklichkeit völlig egal? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt wissen will. Das Geldsymbol verwirrt mich. Hi. Hast du eigentlich irgendwas Fetziges für mich? Auch nicht wirklich. Schade. Naja. Muss ich jetzt eigentlich schon den restlichen Quatsch machen, oder? Ach nee, ich kriege jetzt die Perlenkette wieder. Na, gewonnen? Haben Sie geheult wie kleine Mädchen? Ja. Na. Ich habe gewonnen. Die heulen. Sehr gut. Jetzt gehe ich rein und vermöbel sie. Aber gib mir bitte vorher die Kette. Na. Stiehl den Betrunkenen die Uhr. Das klingt super. Wo komme ich doch gleich hier raus? Warte. Gott, wie weit ist der denn weg? Müssen die da jetzt unbedingt parken? Junge! Dich hol ich mir! Er hat Deckung gefunden! Tu dir einen Gefallen und gib endlich auf! Ich stoße vor! Ja, schade. Ich hätte sie zwar ganz gerne nicht erschossen, aber ist okay. So geht's auch. Finde und töte den dritten Söldner. Na, wenn wir jetzt eh schon dabei sind. Oh, ich höre Hunde. Ist ja richtig Stimmung. Das ist von hier irgendwie ungünstig. Ich hätte gerne irgendwas, wo ich dann ganz schnell in Deckung kriechen kann. Sowas ungefähr. Ja, leck mich fett. Okay, das war weniger dramatisch als befürchtet. Darf ich mich kurz heilen? Dankeschön. Irgendwie denke ich in dem Aufzug immer, ich bin Uma Thurman. So, dann haben wir doch jetzt alles. Und dann bringen wir den Shit jetzt eben noch zurück und dann ist doch alles gut.
ein klein bisschen beruhigt, dass Far Cry einfach wieder läuft, ich diese Mission abgeschlossen habe und ich jetzt ganz in Ruhe ins Bett gehen kann, mitten in der Nacht. Ich wünsche euch schon mal einen angenehmen Tag noch, bedanke mich fürs Zugucken und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss. Zeugs. Ist kein Zeugs. Ein Mann braucht Kontakt zur Vergangenheit oder seine Zukunft ist wertlos. Hier, das ist für deine Hilfe. Jederzeit. Gut, dann bis später, Peter. bevor mich die Piraten suchen. Viel Glück. Bis später, Peter. Ganz klar. Bis später.